Guten Morgen, wir haben gut geschlafen und da Meeresrauschen, Wind und Zikaden und jetzt geht es erstmal frühstücken. Der Stellplatz hier in Zamil ist so schön und die Barbesitzer nebenan sind super nett, man kann auch die Toiletten benutzen. Hört euch doch mal die Zikaden an. So, wir verlassen jetzt unser wunderschönes Plätzchen hier unter den Pinien- und Eukalyptusbäumen und es geht weiter etwas mehr durchs Inland von Albanien. Wir wollen zum Blue Eye, zum blauen Auge. Das ist eine Quelle, die entspringt hier in der Nähe von Xamil und dort soll es eigentlich wunderschön sein. Wir lassen uns einfach überraschen. Ja, kommt doch einfach mit. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, jetzt einfach abonnieren klicken und Glocke nicht vergessen. Und dann geht's zum Blue Eye und danach wollen wir Richtung Tirana weiterfahren. Schaut mal, ich bin hier am blauen Auge, Blue Eye. Ist das nicht schön? Und der Weg dahin führt hier durch diesen Urwald. Natürlich wird alles touristisch genutzt hier. Eintritt hat 200 Lek gekostet. Das sind, weiß nicht, 1,20, 1,20 Euro, 1,50. Da vorne sieht man, die Quelle, das Wasser entspringt dort. Ich gehe gleich auch noch mal hoch, um das genau zu filmen. Und dann fließt es dort lang. Es ist so schön hier. Die Natur ist hier so wunderschön, hier kann man auch wandern gehen, aber bei diesen Temperaturen von über 35 Grad habe ich natürlich keine Lust hier wandern zu gehen. Aber schaut mal, bis da oben führen Wege hin.
bin hier in einem Restaurant an der Autobahn oder großen Straße. Autobahn gibt es ja hier nicht. Und schaut euch doch mal den Berg an. Wir wollten einfach eine Rast machen und sind hier von der Straße abgefahren, um was zu essen aus unserer Kühlbox. Und jetzt sind wir hier gelandet. An einem Floß, der ziemlich ausgetrocknet zu sein scheint. Da hinten sind Ziegen. Irgendwo in den Bergen. Eigentlich wollte ich ja im Fluss baden, aber in diesem Fluss habe ich keine Lust zu baden. Ja. Ja, jetzt haben wir hier angehalten am Straßenrand und wollen erstmal ein bisschen Obst holen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Tirana. Wir sind in Tirana und haben wieder über Nacht ein Hotelzimmer gebucht. Und das sieht so aus. Es ist einfach ein kleines nettes Zimmer auf dem Hinterhof und wir können aber wieder mal duschen und Strom tanken und dann geht's weiter. In großen Städten mag ich immer nicht so im Van schlafen. Abendliches Hallo aus Tirana. Wir sind jetzt in der Hauptstadt angekommen. Wir sind jetzt hier in Tirana und wollen hier hinten frühstücken im Restaurant und dann geht's weiter nach Shkodra oder Shkodrat. Jetzt nehmen wir noch ein paar Früchte mit. Die sind hier echt billig. Hier gibt es Kirschen, hier gibt es Nektarinen, Pfirsiche, Pflaumen, Bananen und Gemüse. Alles sehr lecker. Ingwer. Wir sind endlich aus dem Verkehr von Tirana entflohen und Richtung Shkodra gefahren. Und hier sind wir jetzt an einem Stausee angekommen, mitten in der Natur. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen die Natur und die Berge hier genießen, bevor wir heute Abend nach Shkodra fahren. Schaut euch doch mal an, wie schön es hier ist. Der See ist sehr klar. Allerdings sind dort vorne Algen und Pflanzen zu sehen. Aber die Menschen gehen hier trotzdem ins Wasser. Im Hintergrund sieht man hier eigentlich immer Berge, wenn man hier durchs Land fährt.
Und wie es weitergeht und wo wir jetzt gerade hinfahren, hier in Albanien, das könnt ihr nächste Woche sehen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch gerne noch ein Abo da. Würde mich echt freuen. Bis bald. Tschüss.